überall in Südostasien ist auch dort der Regenwald massiv von den verschiedenen Bedrohungen betroffen und schwindet dramatisch dahin und damit natürlich auch der Lebensraum und die Kreisläufe aus Futter und Kontakt zu Menschen. Das in einem für Tiger schon recht fortgeschrittenen Alter. Das Männchen ist schon 14 und das Weibchen 9,5. Also das geht schon auf die postreproduktive Zeit hin. Und deswegen sind wir umso glücklicher, dass es bei uns jetzt endlich geklappt hat. Yeah.